mein Gott, ist das dein Ernst? Mit ihm? Was? Fuck! Warum? Ey, Girl! Weißt du, wo hier eine fette Muckibude ist? Ja. Ja? Solltest vielleicht mal hingehen. Schätzchen. Musst du mal springen? Ich komm da gar nicht hoch, Alter. Leg dich mal komplett flach hin und tu mal so, als ob du einen Schneeengel machst. Du sollst dich auf den Bauch drehen und dann nimmst du hinten so die Füße hoch wie so ein Mädchen und schlenkerst mit den Füßen so hin und her. Füße paddeln und Arme kreisen. Bitte die Arme kreisen. Jawohl. Entschuldigung, hätten Sie Lust, sich mitzusonnen? Ja. Ach, schade. Schönen Tag noch. Und wenn die dann in deiner Nähe sind, gehst du hin und sagst zu dem, ja, also es reicht doch langsam. Ich sehe schon, dass du mich die ganze Zeit beobachtest. Ja, pass auf, ich gebe dir jetzt einfach ein Autogramm und dann lässt du mich in Ruhe. Und packst den Stift aus und tust so, als ob du halt der irgendwo oder dem irgendwohin ein Autogramm gibst. Entschuldigung. Entschuldigung, ich sehe, dass du mich die ganze Zeit beobachtest. Also, du hast mich erkannt, kann das sein? Hast du mich echt erkannt? Also, wenn du willst, kann ich dir gleich ein Autogramm geben, ja? So ist es nicht. Und Scheiß? Entschuldigung. Hast du mich erkannt, weil du mich so angeschaut hast? Hast du mich erkannt? Ich kann dir direkt ein Autogramm geben, wenn du willst. Ja, ich gebe dir gleich ein Autogramm, ist okay. Aber du hast mich so angeschaut, dass du mich erkannt hast. Ja, sag, dass du Schindy bist. Sag, dass du Schindy bist. Wenn du jemanden mit einer Zigarette siehst, fragst du den mal, ob du eine Zigarette haben kannst. Nur wenn es klappt, dass du es mal im Hinterkopf behältst. Du musst nicht rauchen, keine Angst. Du nimmst die Zigarette von dem, ja, und schmeißt sie einfach auf den Boden und zertrittst die und sagst, so eine Scheiße machst du hier nicht. Hast du zufällig eine Zigarette übrig, wenigstens für einen Star, wenn du schon kein Autogramm möchtest? Ich kann mir eine drehen, das kann ich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Das muss er selber machen, das soll er selber machen. Würdest du mir sogar eine drehen? Oh, das ist natürlich dann noch fieser, wenn er die jetzt wegschmeißt. Frag, ob er dich... Kennst du mich auch? Nee. Willst du ein Autogramm von mir? Nee. Wirklich nicht? Nee. Was ist denn mit euch los? Sag mal, dass der im T-Shirt schöne Arme hat. Ja, das stimmt. Sag mal. Sag mal, dass der im T-Shirt schöne Arme hat. Das jetzt. Ganz gut, ich helfe Ihnen dabei. Ja? Ja, ich bin gerade dabei. Ich warte nur, weil ich mir das nicht selber drehen kann. Ja, ich wollte nur sagen, dass du schöne Arme hast. Gehst du trainieren? Yoga. Yoga? Ach Quatsch. Yoga ist auch ein Frauensport, oder? Nein? Dankeschön. Nee, brauche ich eigentlich nicht, weil ich brauche sowieso nicht. Also ich, in meiner Stadt würde ich sowas nicht sehen. Versuch dich doch einfach mal an einem schönen Pole Dance an dieser Stange. Gib mal dein Bestes. Ein was? Ein Pole Dance. Ein Stangentanz. Pole Dance. Alter, ist das dein Ernst? Ja, du sollst ein bisschen lassiv tanzen, ne? Die oder was? An dieser Stange, ja. Oh, Alter. Das gefällt dir genauso wenig wie mir jetzt. Oh Mann, warum? Warum? Achte auf. Was hab ich dir getan, Alter? Falls jemand siehst, der guckt, ja, und dich beobachtet dabei, was, denke ich, passieren wird. Verlangst du Geld dafür? Mit dem Spruch, auch gucken kostet. Ja? Wiederhol den Spruch. Was sollst du sagen?
auch gucken kannst. Let the show begin, ja, komm. Soll ich singen für dich? Komm, hol das langsam raus. Mehr. Mehr Hüfte, Junge. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. Da gucken gerade welche. Sprich die an. Auch gucken kostet. Auch gucken kostet. Denk ich an jetzt. Sieh mal bitte den Weg zu ihrer Wohnung einkreisen. Zieh durch, schnell. Entschuldigung? Könntest du mir mal, könntest du mir mal den Weg zu deiner Wohnung einzeichnen? Ja, natürlich. Aber der war gut. Warum nicht? Aber der war gut, meinte sie. Die Karte ist riesig. Gab's dir eigentlich auch einen kleinen? Die zwei Jungs hier mit dem Prinz, bitte, bitte, Prinz, Prinz. Entschuldigung, könntet ihr mir mal ganz kurz helfen? Ja, ich komme nee, gerade nicht ganz so klar. Was? Ich bräuchte mal den Weg zu eurer Wohnung. Nee, ich brauche noch. Was hat er zu dir gesagt? Nee, großer. Nee, großer? Ja. Nee, großer. Sucht jemand nach Haus, fragt nach dem Weg, setzt den Kopfhörer auf, sobald ihr den Richtung zeigt. Und ich fand, oh, geiles Lied, geh in eine komplett andere Richtung. Auf geht's. Ja, der Herr hier mit der Sonnenbrille. Rechts, Mitte, jo. Entschuldigung, wissen Sie, wo die Kalifnerstraße ist? Kommt doch rauf, oh, geiles Lied. Oh, geiles Lied, ey. Das tut mir so leid. Entschuldigung, wissen Sie, wo der Zoo ist? Zoo? Zoo, ja, wo muss ich da lang? Oh, geiles Lied! Zoo, da müssen Sie... Oh, fettes Lied! Geil! Nicht so schlecht. Du musst die Leute richtig runterfahren. Die sind immer in Hektik hier. Die wollen alle weiter. Ich weiß nicht, was sie zu tun haben am Samstag. Du gehst da hin und sagst den erstmal komplett. Das hier ist mein Freund Alessandro Armando Estrada González. Okay. Mir nach. Nee, ich nehme andere Namen. Ich nehme irgendwas mit Juan González, Enrico, das ist okay. De La Cruz. Mexikanisch und mindestens 4 Stück. Was du machst, ist mit Titel. Ja. Dann machst du richtig geiles Bauchbeben. Okay? Ich würde ihn gerne mal José de la Cruz Enrico dos Santos vorstellen. Ja? Der kann sich selber vorstellen. Hören Sie mal hin. Hallo, ich bin Enrico José González de la Castro. War gut, oder? Ich wollte schon immer mal jemanden mit so einem Spitzbart im Arm. Nehmt einfach seine Arme um den, ey. Ist das schon mal der Geil. Ja, der ist gut. Entschuldigung? Ja. Ich habe mal eine Frage. Ja. Sie haben so einen schönen Bart. Ich wollte schon immer mal einen Mann mit einem schönen Bart im Arm. Darf ich Sie kurz drücken? Nur im Arm. Bitte. Ja. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Bitte. Ich mach doch nichts. Ich bin hier. Ich mach doch nichts. Ich stehe nicht auf Männer, keine Angst. Ich möchte bloß mal einen Mann mit Bart im Arm. Sie brechen mir das Herz. Sie brechen mir das Herz. Alter, was ist mit dir los? Nee, das war, du hättest von vornherein sagen müssen, no homo. No homo. No homo. Entschuldigung. Könnte mich jemand von Ihnen umarmen? Ich hatte so einen schlechten Tag heute. Einfach nur mal ganz kurz knuddeln. Geht das vielleicht? Das trägst du im Weltfriedenball. Bitte. Ich bin nicht gefährlich, da brauche ja? Ich oh. Dankeschön. Das ist lieb. Jetzt ist mein Tag viel besser. Ja? Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich wollte schon unbedingt ein Foto mit euch haben. Können wir ein Selfie für Instagram machen, bitte? Guckt ihr das Bild jetzt an mit den beiden? Hörst du mich? So, wir gucken es uns mal an. Oh Gott. Boah, geil, ich kann euch ja später noch rausschneiden. Ja. Ja, aber ich kann euch ja dann rausschneiden, das ist ja kein Problem. Danke. Guck mal da hoch. Das war nicht mit Spaß. Oh cool. Das ist für YouTube. Was? Entschuldigung, wenn ich gehe, versucht mir bitte nicht auf den Arsch zu gucken, ja? Und der hat dir auf den Arsch geguckt! Tatsächlich! Ehrlich? Oh Gott! Ja. Entschuldigung, kann ich die Kette mit erweitern? Ich hab's mega eilig, könnte mal bitte schnell mein Finger ziehen. Und dann bist du übelst erleichtert. Lass dich das erfahren. Okay. Okay? Ja. Hier vorne gleich die Gruppe. Das wäre super. Die Gruppe?
stehen. Das riecht eilig, du musst nicht wackeln, komm. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht mal am Pferd aus dem ganz kurz bitte? Nee. Sie vielleicht? Nee. Sie? Nee. Oh, fuck, bitte, das ist echt dringend. Komm auf, wir unterhalten. Doch, richtig drum. Du musst. Du hast eine Toilette, was ist denn? Nein, die waren schon ein bisschen aggressiv. Der junge Herr hier, der auf dich zukommt. Entschuldigung, können Sie mal am Finger ziehen, bitte? Bitte? Was? Einmal am Finger ziehen, bitte. Wieso? Nur mal ziehen, bitte. Dankeschön. Oh. Und dann, Achtung, da hab ich ihn gepupst. Hey, Achtung. Ich hab gepupst, sorry. Das war gut. Hey, boy and girl. Habt ihr eine Ahnung, wo hier eine fette Muckibude ist? Nicht? Ja, sieht man, ja. Schönen Tag noch. So I fuck your bitch, you fat motherfucker. Es tut mir immer so scheiße leid, ey. Die Kleine hat den Dienst im Mund.